Martin, eine Nacht drüber geschlafen. Bittere Niederlage am Ende gestern in Lüttich, aber wie sind so deine Gedanken am Tag danach bei dir? Ja, es war so die erste Enttäuschung in der Saison, würde ich sagen. Weil es einfach unnötig war, in letzter Minute dann die Ausgangsposition so zu verschlechtern. Aber nichtsdestotrotz nehmen wir das jetzt an. Ich denke, heute in der Früh waren noch alle richtig extrem zerschlagen. Es war richtige schlechte Stimmung, dann war die Besprechung, dann haben wir über das Erlebte gestern gesprochen, jeder dann untereinander auch noch, und so haben wir das, denke ich, jetzt ein bisschen besser verarbeitet, und das ist einfach wichtig, dass wir jetzt auf Freiburg blicken, denn da haben wir auch wieder eine riesige Chance. Was kann man denn daraus lernen aus der Partie und aus diesen Schlusssekunden gestern? Ja, wenn man wo lernt, dann aus Niederlagen und aus extremen Drucksituationen. Gestern war, ja, in den 93. Minuten war noch kurz das Gefühl, oh, Philipp macht das jetzt 2-1, dann sind wir durch, geil, und 15 Sekunden später auf einmal, tack, aber hey, das ist Fußball, so schlimm ist auch ich, ist aber so schön, der danach ist. Aber ja, wir nehmen sicher einiges mit raus, die Chance ist noch da. Wir freuen uns jetzt trotzdem, dass jetzt gleich wieder ein Spiel ist gegen Freiburg, dass wir nicht so in die Länderspielpause gehen und dass wir dann im positiven Gefühl dann am Sonntag schlafen gehen. Was glaubst du, wie es laufen muss und soll auch in Freiburg? Breisgau immer wieder schwierig, aber die Eintracht hat die letzten Jahre da ganz gut ausgesehen. Ja, ich denke, es ist ganz klar, wie es da drüben laufen wird. Wir haben eine extrem kampfstarke Mannschaft gegen uns. Ein Trainer, der jedes Spiel voller Energie ist und so auch die Mannschaft extrem ansteckt. Kleines Stadion wird sicher auch eine heiße Atmosphäre werden. Freiburg ist immer schwer zu bespielen, aber wir haben einfach die Qualität. Natürlich haben wir gestern gespielt, nicht so ein positives Erlebnis mit nach Hause genommen, aber das spornt uns noch mehr an, jetzt in Freiburg mit einem richtig guten Gefühl in den Länderspielpause zu gehen. Und wenn wir da nochmal 3 Punkte holen sollten, dann waren das schon im Großen und Ganzen gute 18 Tage mit 6 Spielen. Und in der Tabelle sieht es dann, denke ich, auch ganz gut aus. Super.